Ich grüße dich von Herzen und ja, am 22. um 4:27 Uhr ist es soweit. Es ist Wintersonnenwende. Und die Wintersonnenwende, also das Ende und der Beginn des Jahreskreises des Rades, Jul heißt Rad, ist sicherlich einer der mystischsten Momente überhaupt. Das Sonnenkind wird aus dem tiefsten Dunkel von Mutter Erde neu geboren und das Licht nimmt zu ab diesem Zeitpunkt und spätestens ab dem 25. ist das auch zu fühlen. Es ist also eine mystische Nacht, es ist eine echte Weihnacht, eine geweihte Nacht, daher kommt das Wort Weihnacht. Und die geistige Welt weiß natürlich, dass wir dieses Riesenportal, das größte Portal, was wir haben auf der Erde, denn auf der anderen Seite der Erde wird Sommersonnenwende gefeiert zum selben Zeitpunkt, dass wir dieses Riesenportal nutzen. Wir werden sehr starke Energieerhöhungen bekommen, unser gesamtes Chakrensystem wird gereinigt. Und so habe ich einmal gefragt, den Weißen Rat, die 11 Lichtwesen, mit denen ich in Verbindung stehe, was dürfen wir als Vision ins Feld geben, um den Aufstieg zu unterstützen. Und so bin ich gereist und das möchte ich dir einmal vorlesen. Es hat mich ja sehr berührt, was da kam. Also, welches sind die wichtigsten Visionen aus der Sicht der geistigen Welt? Wir dürfen Folgendes sagen. Erstens. Liebevoll und lichtvoll übernehmen wir jetzt die Zeitlinien und beenden die Illusion der Trennung. Als zweites, wir verbinden uns täglich mit unserem höheren Selbst in der sechsten Dimension und unserem lichtvollen geistigen Team und vertrauen ihm vollständig. Und als drittes, wir wenden uns zu einer herzbasierten Medizin, einer herzbasierten Wissenschaft, einer herzbasierten Wirtschaft und einem herzbasierten Kontakt zu Mutter Erde und all ihren Bewohnern und zu Vater Himmel und all seinen Bewohnern. Ja, wie ich finde, drei wunderschöne Visionen. Wenn du magst, wenn es bei dir in Resonanz geht, dann gib diese zu Wintersonnenwende. Wenn das Feuer entzündet wird, gib diese ins Feld, gib diese in das Feuer, sodass sie sich transformieren und dass sie dann aus der Schützesonne der Vision in die Steinbocksonne, nämlich in die Materie, in die Umsetzung kommen können. Ich möchte dir noch ein kleines Ritual vorschlagen. Vielleicht magst du dich einmal in den nächsten Tagen ein bisschen zurückziehen und schreibe mal auf oder geh in dich, fühle erst einmal und dann schreibe auf, welche drei Dinge möchtest du loslassen oder welche Begebenheiten oder welche Muster oder auch welche Kontakte. Was möchtest du loslassen? Schreibe diese drei Dinge auf. Und dann, worüber hast du dich am meisten gefreut? Es sollten auch hier drei Dinge sein. Wofür möchtest du am tiefsten danken? Und das wird sicherlich eine längere Dankesliste sein, aber hier geht es um die heilige Zahl 3. Deswegen nimm die drei wichtigsten und tiefsten, herzbasiertesten Dankbarkeiten. Und dann die drei Visionen. Du darfst gerne diese Vision nehmen, du darfst aber auch, wenn bei dir eine andere Resonanz entsteht, dann darfst du auch deine wichtigsten Visionen ins Feld geben. Und dann werden wir sicherlich, wie gesagt, vielleicht um 4:27 Uhr eine Kerze entzünden. Vielleicht gibt es auch Leute, die die ganze Nacht durchfeiern und dann das Sonnenwendfeuer tatsächlich um 4:27 Uhr entzünden. Wir werden es sicherlich, die meisten von uns werden es am 22. feiern, in einem kleinen Kreis oder in einem großen Kreis, um das Feuer herum, was für die Sonne steht.
Und dann darfst du natürlich das Medizinrad rufen. Also rufe den Osten und das Element Luft und rufe die Spirits, dein geistiges Team. Rufe den Süden und das Element Feuer und rufe die lichtvollsten Emotionen. Rufe den Westen und rufe das Element Wasser und rufe den Tempel des Körpers. Rufe den Norden und das Element Erde und rufe die Weisheit, die wirkliche geistige Weisheit in den Raum. Und rufe natürlich die Verbindung zu Vater Himmel und zu Mutter Erde und rufe die Mitte, rufe die göttliche Quelle und rufe die Schöpferkraft deines Herzens. Dann räuchere mit drei Pflanzen. Mir wurden auch dazu habe ich bin ich gereist und habe gefragt, welche Räucherkräuter oder welche Pflanzen sind besonders wichtig. Und mir wurde gesagt, Beifuß ist dieses Jahr besonders wichtig, denn wir alle haben viel zum Loslassen. Und Beifuß, das die Mutter aller Kräuter, das Schwellenkraut, hilft uns, Altes loszulassen. Dann besonders wichtig ist Weihrauch, denn Weihrauch ist einer der stärksten energetischen und atmosphärischen Reiniger. Du kannst aber auch gerne, wenn du eigenes Harz gesammelt hast, dann kannst du auch mit einem Harz aus unseren Breiten räuchern. Weihrauch ist mit Vater Himmel verbunden, also auch mit der Sonne. Und als drittes wurde gesagt, es wäre ganz wichtig, dieses Jahr mit Süßgras, also Sweetgrass oder wie es in Nordamerika genannt wird, Sweetgrass oder Mariengras, wie wir es hier nennen, was sehr oft in Zöpfen geflochten ist, habe ich jetzt gerade hier nicht zur Hand, aber ich habe natürlich Mariengras, mit dem ich gerne räuchere. Und Mariengras zieht das Positive, das Lichtvolle in den Raum und hat einen wunderschönen Duft, duftet nach Kumarinen und bringt damit auch ein Duft ist immer eine hohe Energie, bringt damit also eine hohe Energie und die Leichtigkeit in den Raum. Also Mariengras kommt mir so ein bisschen vor wie der Schmetterling unter den Räucherkräutern. Ja, und dann darfst du dich abräuchern, natürlich die Gruppe abräuchern und auch hier die Räucherkräuter zum Osten, zum Süden, zum Westen, zum Norden, zu Vater Himmel und zu Mutter Erde weihen und den Kreis segnen. Und du darfst natürlich dann, wenn das wunderschöne Sonnenfernfeuer entzündet ist, darfst du das, was du loslassen möchtest, vielleicht mit Beifuß ins Feuer geben. Du darfst das, wofür du dankst, darfst du ja, mit Weihrauch ins Feuer geben. Und das, wofür du, was du anvisionierst, was du wirklich als große Vision ins Feld geben möchtest, darfst du mit Mariengras ins Feuer geben. Und dann steigt der Rauch auf zum Himmel und die Asche fällt zu Boden. So transformiert sich dieser Wunsch zu Vater Himmel und zu Mutter Erde und kommt als Schwingung in die Materie und kommt als Fruchtbarkeit in die Erde. Ja, das ist mein Vorschlag für dich, für ein schönes Ritual zur Wintersonnenwende. Und deswegen wünsche ich dir noch eine gute und reinigende Zeit. Wir reinigen uns alle vor Wintersonnenwende und ziehen uns ein bisschen zurück und reinigen uns und gehen dann in dieses riesengroße Portal. Und ich wünsche dir ein ganz zauberhaftes Ritual dabei. Jetzt noch am Schluss der Schönheitssegen. Mach vielleicht die Augen zu. Fühl ein bisschen in den Körper hinein. Wie geht es dir gerade? Atme tief durch. Lächle. Fühl auch in den Raum hinein, was für Energien sind gerade da. Ich merke, dass mir das
neuerdings immer leichter fällt. Es fällt mir als Schamane sowieso leicht, aber es ist ja dieses in den Raum hineinfühlen und was für Energien sind hier gerade. Das wird stärker und das ist sehr, sehr schön. Ja. Also, der Schönheitssegen der Hopi-Indianer. Und Schönheit sei vor dir. Schönheit sei hinter dir. Schönheit sei rechts von dir. Und Schönheit sei links von dir. Schönheit sei über dir. Und Schönheit sei unter dir. Schönheit sei um dich herum. Und in dir. Hab eine wunderschöne Wintersonnenwende. Bis bald.